Okay, Aufnahme läuft. So, jetzt können wir starten. 3, 2, 1. Nochmal Klappe? Nein. Achso, ich dachte, du machst die Klappe dafür. Hallo. Nee, die Klappe ist für die Synchro. Ja. Und dann. Jetzt kannst du nochmal mal Hallo. Jetzt habe ich reingequatscht in deine Antwort. Ich dachte, du moderierst an, das ist auch dein Kanal. Nee, du kannst ja jetzt mal Hallo. Hallo. Hallo, Michel. Hallo, hallo Leute. Ja, Michel ist mein Nachbar und wir nehmen heute als 2000 Abonnenten-Special ein Let's Play für euch auf. Und wir haben ein Spiel rausgesucht, das könnte nicht passender sein für diesen Kanal, nämlich Urbex. Ja, dann starte mal. Ich unterstütze den Thomas etwas, da er... Du bist nämlich Gamer, ich bin Urbexer. Und deswegen sind wir heute ein Team. Arbeitsteilung. Genau. Spiel. Made with Unity. Und dann sind wir ja schon drin. Ja, ich habe das ja nicht so hier mit diesen komischen WASD-Steuerungen und so. Genau. Ich denke mir immer, wofür gibt es eigentlich Cursor-Tasten, wenn man die dann nicht benutzt? Wir haben auch ein ganz spezielles Mauspad heute für euch. Ich glaube, die Marke muss ich verdecken. Ja, da kriege ich kein Geld für. Ja, auf dem Glastisch funktioniert das nicht mehr mit diesen optischen Mäusen. Ne? Das ist immer das Problem. Du brauchst doch eine Kugelmaus, ganz modern. Sind wir hier in Polen eigentlich? Wir sind in einem alten, in Thüringen. Verlassenen Haus. Das Haus, meinst du, ist in Thüringen? Naja, guck mal, das ist die thüringische Flagge hier an der Wand. Da ist was dran. Ja, oder Polen. Die Polen haben nämlich die Flagge von uns geklaut hier in Thüringen. Und merkst du was? Die Polen sind eigentlich Thüringen. Hier mit dem Sofa und der Wand, das ist auch Thüringen. Das ist alles nur andersrum. Indonesien ist stimmt. Das hier. Ah gut, das ist Indonesien. Hast du dir raffiniert ausgesucht. So, hier ist eine Tür. Und da ist ein Schloss. Aber es steht ein Regal davor. Das ist ungünstig. Wahrscheinlich brauche ich einen Schlüssel, oder? Weil ich kann jetzt hier nichts machen. Guck dich da erstmal um. Gibt es noch mehr zu sehen? Rechts hängt so ein Brett. Ein Brett? Sieht wie eine Pinnwand aus. Das hatte ich früher auch mal. Oh, das musst du dir jetzt merken. Das könnte ein Hinweis sein. Der geheime Code auf die Version des Spiels. Achso, V. Das ist ein V. Ach, du bist der erste, erste Besucher. V1.0. V für Visitor. Was ist das da? Ist das eine schlechte Grafik oder ist das eine Weihnachtslichterkette hier, was da so flimmert? Ich glaube, das ist einfach eine etwas einfachere Grafik. Gut. Also es sieht ein bisschen so aus wie immer beim Urbexen, ne? Vollgestellte Keller. Alte Kartons. Zeitungen, oder? Ich will lustige Ständer für die gelben Säcke. Aber schauen wir uns mitten in den Raum um, oder? Gelbe Tonne ist eigentlich besser als gelber Sack, weil wenn man in so einem Viertel wohnt, wo die Igel und der Fuchs sich gute Nacht sagen. Da haben die auch noch was davon. Ja, ja, dann zerreißen die immer die Säcke und dann sieht es aus wie Sau. Und die werden gleich ernährt, das ist doch toll. Als Gamer suchen wir natürlich alles ab, um Gegenstände zu finden. Ja, vor allem, wir wissen gar nicht, wie hier Gegenstände versteckt sind, ne? Weil wir haben noch keinen einzigen gefunden. Guck mal, da liegt doch was. Oh, das habe ich jetzt mit der linken Maustaste mitgenommen, stell dir vor. Und du hast gesagt, ich soll es mit E probieren, aber es funktioniert sogar so hier irgendwie. Ja, da muss man ein bisschen probieren, aber du machst das schon sehr gut. Nur muss ich mal WASD. Ich muss immer auf die Tastatur gucken, weil... Hast du nicht die Gamer-Hand, die Gamer-Finger? Nee, also bei den Cursor-Tasten, da ist ja nichts drumherum. Das ist total leicht zu ertasten, aber bei WASD, das fühlt sich einfach so an wie alle anderen Buchstabentasten auch. Nein, stimmt nicht. Warte, J und F fühlen sich kannst anders an. Kannst du das an. F merken, genau, aber das, ja. Nee, braucht man eigentlich auch nicht. Die Blinden brauchen das. Da ist sonst nichts, oder? Also Leute, wenn euch noch nie aufgefallen ist, dass auf dem F und dem J da was auf der Taste ist, guckt euch das mal genau an. Dann habt ihr, glaube ich, dann kennt ihr eure Tastatur nicht gut. Wenn ihr Schreibmaschine lernt oder Tastatur schreiben, richtig, Schreibmaschine schreiben, dann... Sag mal, hat hier wieder jemand das Polster aufgeschlitzt? Ja, das... Oh, Hashtag Vandalismus-Tourismus. Oh, guck mal, gleichmäßig auf beiden. So, der gleiche Riss. Das ist ja, vor allem die gleiche Abnutzungserscheinung auch. Das ist bestimmt ein Herstellerfehler. Irgendeine Maschine, die da schon was vor kaputt macht. Da kommen wir her. Guck dich doch mal rechts um. Da kommen wir her. Ist das eine Tür? Ja, aber die sieht nicht sehr öffnungsfreudig aus. Ja, es könnte sein, dass man so drei Schlüssel dafür braucht. Sieht nach drei Schlüssellöchern irgendwie aus. Ich mag Türen mit Klinken. Wenigstens ein Knauf.
der aus unten nicht, so eine Dose. Ja, es liegt was unten, ja, aber. Hörst du das auch? Grillenzirpen. Da hinten das Leuchten des Waldes. Die Grillenzirpen. Ich würde mal sagen, original Airbags, oder? Hier mit Brettern vernagelt, da Ausgang, alles zugestellt hier. Und da hinten sehen wir die Stadt. The City That Never Sleeps. Das sieht so aus. Also irgendwie dieses Mauspad ist echt suboptimal, weil das rutscht hier auf dem Glastisch. Man kann ja noch die Tastatur draufstellen und dann hält es etwas besser. Könnte man. So, jetzt muss ich ein bisschen rüber, genau. So. Aber weißt du, ein bisschen erinnert mich das auch. Es ist jetzt weiß, rot, weiß. Ist das nicht die Warnmarkierung im U-Bahn-Tunnel, die einem sagt, hier nicht stehen bleiben, weil nicht genug Sicherheitsraum zwischen Zug und Wand? Also man wird zerquetscht. Hast du das auch gehört? Da hat jemand geklopft. Wir sind doch einfach nur auf was draufgelatscht, oder? Ey, wir haben gar keine Füße. Das klang ein bisschen. Wir sind gar nicht barefoot. Das ist ja noch schlimmer als Barfuß-Urbexen. Das ist ohne Füße-Urbexen. Aber ich glaube, da hat jemand geklopft und das klang schon recht aggressiv. Jetzt bin ich irgendwie vor Schreck aus dem Raum wieder rausgegangen. Ich wollte eigentlich in den Raum reingehen. Irgendwas hat geklopft. Ich hätte jetzt gesagt, wir sind auf irgendwas draufgelatscht. Wenn wir keine Füße haben, wo wollen wir denn drauflatschen? Ja, oh ja, das ist ein Argument. Schau dich da mal noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier noch Schönes. Guck mal, am Tisch, da liegt doch was. Ach, guck mal. Das heißt also, wenn da was ist, dann signalisiert uns das Spiel, indem es so ein bisschen aufblinkt. Das hilft uns, ein Schlüssel. Naja, wir haben noch schon ein paar Schlüssellöcher gefunden. Hast du das Geräusch gehört? Ja, das war aber das Geräusch vom Mitnehmen des Schlüssels, ne? Meinst du nicht? Wenn ich einen Schlüssel aufhebe, macht das nicht solche Geräusche. Aber ja, das ist so ein positiver Quittungston oder so. Ja, wir haben doch schon zwei Türen gehabt mit Schlüssellöchern. Naja, wir haben im Prinzip drei Schlüssellöcher gehabt. Ist hier noch drei? Nee, zwei. Aber. Also drei in einer Tür, meine ich. Ach so. So ein Sicherheitsschloss und zwei so komische Schlösser. Geh doch mal nach draußen zu der Tür, rechts rum. Diese komische Holztür. Na, du meinst diese, da war doch diese verstellte am Eingang irgendwo? Ja, aber da ist ja was davor. Guck mal, hier war doch ein Schlüsselloch. Ja, aber das wäre ja zu einfach, wenn das jetzt hier schon passen würde. Oder? Kannst du dich auch gerne die andere probieren, aber. Oh. Dunkler Raum. So, was mache ich natürlich, wenn. Axt, jetzt will ich natürlich den Schlüssel wieder mitnehmen, weil kann ja sein, dass er noch irgendwo passt, aber. Du brauchst ihn kannst nicht, mehr. Du nicht. Er ist festgeklebt jetzt. Kannst du nicht mitnehmen. Wir sehen wir nichts. Aber komisch, ne? Überall die Hocker auf die gleiche Weise abgenutzt. Ja. Man muss auch mal an die Decke gucken. Ich sage ja immer, Leute, guckt euch die Decke an. Nicht, dass ihr später eine Etage höher geht und dann habt ihr nicht gemerkt, dass die Decke beschädigt ist. Oder so, ob ich runterfällt. Ach, guck mal hier, was ist denn das? Das ist ein sehr einfacher Sicherungskasten. Wir haben ja eine Sicherung eingesammelt. Von oben nach unten und oh. Elektriker staunt. Haben wir noch einen Schrank? Einen irgendwas tut sich da. Jetzt noch einen Schlüssel für den Spind hätten. Ja, ein Spind kann ja auch mal ohne Schlüssel aufgehen, oder? Oder einen Dosenöffner. Aber nein, wir. Aber nee. Wir machen ja. Der Spind geht nichts kaputt. Stimmt, wir machen nichts kaputt. Aber wir haben das gehört, dass irgendwas passiert draußen. Ein elektrisches Gerät, ein Geräusch. Naja, da war doch so ein Rolltor oder sowas. So ein Metalltor, vielleicht ist das ja jetzt offen. Aber das ist die Automatik dafür. Oh, ja, denkbar, ne? Wo war denn das? Das war doch hier drüben. Oh, was war das jetzt? Schritte. Nee, das war ein Gewitter, oder? Der Wachschutz! Ach, scheiße. Man kann es leise sein. Meinst du, die kennen hier einen Wachschutz? Ist das jetzt hier aufgegangen, oder war das vorhin? Nee, ja, links war mal. Rechts ist doch jetzt offen. Ach, das ist jetzt aufgegangen, genau. Genau. Ein ist aber dunkel großer, hier. Dunkler Raum. Oh. Du brauchst eine stärkere Taschenlampe. Haben wir hier irgendwo Batterien? Was sind das Batterien? Das sind alles Dosen. Ey, alles voller Dosen. Und alles voller Europaletten und Regale. Und vergitterter Fenster. Und gelbe Sackhalterungen. Oder auch einfach Hocker ohne Sitzfläche. Wieso läuft der jetzt nicht vorwärts? Wo hänge ich denn jetzt wieder fest? Man weiß es nicht. Guck mal, vielleicht da eine Dose nehmen, oder? Ja, doch. Also normalerweise mache ich ja nicht diese ungeschnittenen Urbex-Videos, ne? Heute schon. Das ist, ja, also. Guck mal, ein umgekippter Spind. Ja, und? Ach, nichts drin.
Ah, vielleicht ist ja hier was drin. Ui. Was war das? Das klingt komisch. Hä? Was war das? Vielleicht war was drin und was genommen. Ja, das wäre natürlich jetzt total intelligent. Dass man es noch nicht mal sieht. Ja, so ist es, wenn ich so ein Spiel steuere, ne? Naja, hat mit dir als Steuerer nichts zu tun, sondern es hat so mit das Spiel gemacht ist. Man hätte eigentlich um die Ecke gucken sollen, bevor man mit der Hand reingreift. Ne? Man weiß ja nicht, in was man da fest. Das können ja irgendwelche abgebrochenen Flaschen sein oder sowas. Oder alte vergammelte Joghurt. Scheiße, was ist das jetzt? Wie macht jemand Lärm? Wo kam das? Mal draußen, oder? Das ist aber nicht gut. Wollen wir uns den Raum erst zu Ende angucken? Oder? Ja, irgendwie bei der Dunkelheit habe ich schon wieder Probleme mit der Orientierung. Was ist denn das? Hat doch irgendwas geblitzt, oder? Mal zurück. Das ist eine Dose. Das ist doch irgendwas. Das ist eine Dose. Aber keine, die ich mitnehmen kann. Nee. Ich geh doch mal kurz den Raum noch mal zu Ende an. Vielleicht. Ja, wo war ich denn noch nicht? Dreh dich mal nach links. Du gehst gerade wieder raus. Ja, aber hier ist doch nur. Weiter links, links, links. Da waren noch so Tische hinten. Oder? Dreh jetzt mal nach rechts. Dadurch. Hier waren wir doch noch gar nicht. Guck mal, da hinten ist noch so ein Sicherungsding. Und noch ein Tor oder was ist das? Ja. Aha. Das ist ein umgestürztes Regal. Hatten wir noch eine Sicherung? Ich glaube, oder? Ja, wir haben ja irgendwas eingesammelt gerade, aber vielleicht, vielleicht, wir wissen es nicht. Nee. Nee, hier passiert nichts. Ich weiß nicht, was. Also die alte Mopsen, bleibt das Tor offen? Oder. Kann man die sich die alte, die kann man sich nicht mehr mopsen. Ich habe die reingesteckt und dann konnte ich nicht mehr rausgehen, weil da kamen eben noch Geräusche. Irgendwer hat irgendwas umgeschubbt. Umgeschubbt, wie man in Thüringen sagt. So man hier sagt, genau. Andere sagen umgeschubst. Ich habe mich schon wieder verlaufen hier. Okay, Google, wo geht's zum nächsten Raum? Ist ganz vorne was passiert ist? Oder hier? Ist das hier eine Tür? Sieht ja auch so aus. Waren wir in dem Raum schon? Ich glaube nicht. Bin ich gerade verwirrt. Ja, eine Tür ohne. Eine Tür ohne Öffnungsmöglichkeit. Geht auch nicht auf. Ach je. Hast du noch auf den Tischen irgendwas? Ja, das Übliche. Alte Kartons, wer hat sie nicht zu Hause? Weißt du, ich habe mir das beim Airbags auch abgewöhnt, in jeden Karton reingucken zu wollen, ja? Ja, da bist du auch ja nicht fertig. Nee. Vielleicht war da vorne in den Räumen irgendwo noch was. Hier ist wieder der große Raum, hier kamen wir ja her. Ganz vorne, wo das Regal stand vielleicht. Hier, haben wir hier schon mal reingeguckt? Merkst du, die unteren Kisten, die passen zur Wandfarbe so ein bisschen. Rot, weiß. Auch polnische Kisten oder wahlweise aus Thüringen oder Urbex-Kisten. Oder auch indonesische Kisten. Aber hier waren wir doch schon eben. Draußen kamen noch Geräusche. Ich weiß nicht genau, wo die Geräusche herkommen. Oder vom nächsten Raum. Ja, vor allem, du merkst, ich habe mich hier schon wieder völlig verzettelt. Nee, hier war der Flur. Da kommt es längs der Flur, genau. Hier waren wir eben drin, geh nochmal nach links. Also da geht's ja nicht weiter. Also wenn davor, genau, da waren wir jetzt noch gar nicht. Rechts den Raum, den wir aufgeschlossen haben und ganz vor. Oh! Ah, oh. Hast du das gesehen? Ja, da hat doch einer gewinkt. Da war gerade einer. Geh mal langsam hinterher und frage ihn mal, ob wir hier sein dürfen. Meinst du, das ist der Wachschutz? Ja, er sah nicht aus wie Wachschutz. Er sah irgendwie so. So weiß, käseweiß aus. Bräulich weiß aus, ja. Und mit leuchtenden Augen. Aber wo ist der hin? Durchs Schlüsselloch gesprungen. Wo ist er, Alter? Wo ist der hin? Jetzt mal echt. Also an der Pinnwand war er nicht. Ich hab Angst. Ja, dann muss der doch hier lang gegangen sein, oder? Nee, aber... Nee, der war doch hinter der anderen Wand. Da hätten wir ihn ja gesehen. Da ist ja keine Wand, da ist ja nur Regal. Ja, was ist denn... Geh mal nochmal... Ich geh mal hier in den Raum, ob da noch was ist. Den haben wir erst noch offen. Hier ist dieser Schlüssel. Den kann ich aber nicht mehr mitnehmen. Und du würdest jetzt sagen, doch nochmal... Guck mal, der spinnt. Was? Der liegt. Hä? Stand vorhin und die Tür. Vorhin fehlt. Stand der, ja. Und jetzt liegt hier plötzlich eine Sicherung. Aufgebrochen. Und da wissen wir doch, wo wir damit hingehen. Ja, schon. Hörst du das? Ist das die U-Bahn oder ist das Monster? Welche U-Bahn?
Wir sind doch nicht mit der U-Bahn gekommen. Stimmt, wir sind ziemlich weit oben, sind wir, glaube ich. Ja. Scheiße, der war schon. Monster. Nein, da, hast du das gesehen? Ja, Mann, da ist ja einer durchgerannt. Da war ein. Er ist doch scheißegal gerannt. What the fuck? Oh. Ey, was ist das? Aliens? Nein. Mann, der Chaos. Ey, das ist jetzt aber. Ich stand doch eben noch nicht hier. Wo ist unsere Waffe? Frage ich jetzt gerade. In diesem Spiel? Ich glaube, wir haben keine. Ich gehe sonst auch nicht. Dürfen wir der Axtmörder sein? Was ist das jetzt für eine Kacke hier? Diese Alarmanlage macht mich total kurz. Ich wollte diesen sympathischen Geräusch da hinten, das blinkt vor der Rasierungskasten da. Guck mal, da steht auch welche, hast du das gesehen? Nee. Da? Oh. Schon mal vorhin? Ja! Schon mal vorhin nicht da. Da hat jemand ganz schnell umgeräumt. Hey, sag mal. Hä? Guck mal auch. Die waren doch da vorher nicht drin. Schön zerteilt. Wo war jetzt der Sicherungskasten? Hey. Hinter dir. Rechts, rechts, rechts. Stopp. Geh zurück. Links an der Mannequin. Also links jetzt? Links? Das macht mich irre, dieser Alarm. Und da hinten rechts, genau. Das habe ich aber auch noch nicht gehabt, so einen scheiß Alarm. Da was klingt. Guck mal, da wo der, das Freundchen Ding rumsteht, geht schon die Tür rechts daneben auf. Ja, ich möchte nicht wissen, was da hinten ist. Wenn wir rechts umdrehen, ist das irgendwie gerade jemand durch noch. Ich wünschte, wir hätten eine hellere, stärkere Taschenlampe. Ja, da musst du zu Molly gehen, der hat immer so. Oh. Molly hat immer die stärksten Taschenlampen. Molly liegt da rum und wartet auf uns. Nee, Molly ist viel dicker und der furzt immer. Das Viech furzt das nicht. Furzt, genau, ich würde sagen, der furzt nicht mehr. Das sieht ein bisschen komisch aus, so diese Struktur, aber das ist das Material. Ist nass oder sowas, ne? Fenster ist nicht. So plastikmäßig, man weiß es nicht genau. Unheimlich rot, das macht mir ein bisschen. Winkt uns ohne macht Arm. Macht er jetzt hier einen auf Herr Hitler oder so? Darf man das sagen? Ich hoffe, man darf das auf YouTube sagen. Naja, also ich weiß nicht, das ist nicht so politisch korrekt, diese muss ich schon sagen. Also in Deutschland. Also ab nächste Woche Airbags gesperrt, dann ihr wisst jetzt warum, weil einmal. Ja, weil ich einmal das H-Wort gesagt habe. Kannst du ja auspiepsen. Ja, wir werden es ja sehen, ob es bei Google erkannt wird von YouTube, ne? Spracherkennung und so. Nee, aber es war jetzt wirklich die Assoziation. Deswegen hat ihn ja jemand den Arm abgeschlagen, weil er ziemlich dämlich. Ach so, ja, das macht Sinn. Hä? Oh oh. Steuerst du noch? Nee, das reagiert nicht mehr auf meine Steuerung. Irgendwas ist jetzt hast hier. Hast du gesehen? Tür. What the fuck? Oh, war das gerade einem. Ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Von diesem Gerät, für diesen Vieh? Ich weiß nicht, was das soll. Gute Nacht, Airbagser, das war's. Wie, was? Ende? Bin ich jetzt tot oder was? Das sah so aus. Man kann doch sagen, nicht mehr am Leben. Aber das Ziel des Spiels ist doch. Jetzt habe ich das Spiel verloren. Jetzt haben wir das Spiel verloren. Ah, aber beide Spiele haben wir verloren. War das jetzt wirklich so richtig? Dass wir jetzt das. Naja, da steht nicht, du bist tot, da steht Ende. Das war jetzt alles. Ein bisschen Grusel und. Ja. War ja schon ganz ordentlich der Grusel für mich. Mini Lost Place. So. Ja. Ja. Ja, gut, ne? Ja, also war jetzt nicht das bombastische Spiel, aber es ist kostenlos, kann man sich runterladen. Genau. Link packe ich mal unten in die Beschreibung. Und. Ist ja auch nur eine kleine, ich glaube, Studienarbeit oder irgendein kleineres Projekt gewesen. Von daher so kein. Von einem super großen Entwickler und Publisher vertriebenes Spiel, sondern ich glaube so eine One-Man-Show oder. Und dafür war es doch ordentlich. Also. Ja, ich fand das schon ganz schön unheimlich, als plötzlich jemand hinter der Ecke hervorschaut oder da irgendjemand vorbeidüst. Wenn wir noch mehr spielen sollen, es ist ja bestimmt bei genau. 2500 Abonnenten-Special oder so, wenn wir Bock haben, weiß ich noch nicht, mal gucken. Genau. Dann ja, gebt einen Daumen nach oben, empfehlt diesen Kanal weiter und wir sehen uns am Freitag um 15 Uhr zu einem neuen Urbex-Video und dann wieder in der reellen Welt. Danke fürs Zuschauen. Ja. Ciao. Tschüss.